Liebe Freunde der Astrologie, als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich Energien gespürt, die ganz seltsam waren. Und ich wusste im selben Moment, dass es nicht mit mir zu tun hat, dass das nicht aus mir kommt, sondern dass das von draußen ist. Und mit den ersten Menschen, mit denen ich mich dann heute Morgen ausgetauscht habe, war genau das Gleiche. Und ich habe das dann in den Kanal auch gegeben und in den Astrologiekanal und habe dort die gleiche Resonanz erfahren. Also wir haben es heute mit Energien zu tun, die wirklich sehr seltsam sind. Ich glaube nicht allein, dass das astrologisch bedingt ist, sondern das ist aus dem morphogenetischen Feld. Also da ist momentan ein unglaublicher Frust und eine unglaubliche Enttäuschung. Wir fühlen uns unter solchen Energien wie als Opfer, aber wir sind es nicht. Wir sind bei all dem, was wir erleben und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit erleben, sind wir immer beteiligt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind keine Opferwesen, sondern wir sind Schöpferwesen. Und weil wir Schöpferwesen sind, sind wir an dem, was uns täglich begegnet, einschließlich all dieser, man kann sagen, diktatorischen Züge, sind wir trotzdem beteiligt. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, ich schöpfe doch nicht diese Diktatur. Nein, aber wir sind beteiligt. Ich darf vielleicht kurz erklären, wie das so funktioniert. Wie entsteht überhaupt diese Realität hier, in der wir uns befinden? Also diese Realität entsteht über die kosmische Spalte von den Fischen zum Widder. Im Widder treten wir sozusagen in dieses Leben erst einmal ein. Das heißt, dieses Leben wird geschöpft in den Fischen oder anders ausgedrückt im Haus 12. Im Haus 12 ist unsere Essenz und in dieser Essenz schöpfen wir diese Realität, die wir hier vorfinden. Und diese Realität, das ist ja eine Steinbock-Realität, wir glauben, dass die wirklich zu 100% real ist, aber sie ist es nicht. Die Wirklichkeit, die hinter dieser Realität steht, ist deutlich wirklicher, deswegen heißt sie auch Wirklichkeit. Und wir schöpfen jeden Tag die Realität, die wir hier vorfinden, schöpfen wir jeden Tag neu. In Klammern mit. Wir schöpfen sie mit. Wie funktioniert das überhaupt? Wir dürfen uns das so vorstellen, dass unsere Schöpferkraft, die wir besitzen, die ja ein Teil Gottes ist, ja, also wir sind ein Teil Gottes, und diese Schöpferkraft agiert nicht in dieser Welt, sie agiert in der astralen Ebene und schöpft aus der astralen Ebene. Und dort schöpfen wir eine Projektion, die das ist, was wir hier vorfinden. Also, alles, was wir hier vorfinden, wenn wir uns mit Menschen treffen oder Gegenstände anfassen oder auch ein Video machen, ist das letztendlich nichts Reales, sondern es ist fast eine Illusion. Ich will es nicht als Illusion bezeichnen, weil Illusion hat so einen negativen Touch. Es ist eine Projektion. Es ist, wenn man so will, ein Bildschirm. Stellen wir uns einen wunderbaren Bildschirm vor, einen 4K-Bildschirm, wo wir dieses Leben, was wir hier erleben, auf dem Bildschirm abbilden. Und das ist nichts anderes als das, was wir hier tun. Also die eigentliche Schöpfung von dem, was wir hier erleben, findet auf astraler Ebene statt und erleben wir als Projektion auf einem Bildschirm. Der ist natürlich perfekt. Das ist ein 3D-Bildschirm, also in drei Dimensionen. Wir können alles anfassen. Es ist so real perfekt, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass das aus irgendeiner anderen Ebene geschöpft werden könnte oder geschöpft worden ist. Es ist unsere Schöpfung. Es ist unsere alleinige Schöpfung. So, wie kommt das jetzt, dass wir in unserer alleinigen Schöpfung, die wir täglich wahrnehmen, täglich tun, uns mit Dingen beschäftigen, die wir gar nicht haben wollen? Das liegt ganz einfach daran, dass wir ein Kollektiv erleben und im Kollektiv kommunizieren, aber das Kollektiv ist nicht hier auf dieser Erde, sondern das Kollektiv ist in der Astralwelt, also auch im 12. Haus. Und in diesem Kollektiv gibt es Kommunikation mit anderen Wesen, mit anderen Essenzen
Und in dieser Kommunikation findet eine Schöpfung statt, wo wir uns auf gemeinsame Spielregeln einigen. Zum Beispiel die Spielregel, dass die physikalischen Gesetze gelten, die man festgelegt hat. Und das sind die physikalischen Gesetze, die wir hier auf der Erde vorfinden. Scheinbar. Und durch diese physikalischen Gesetze und durch alle Vereinbarungen, die wir in der astralen Welt kollektiv treffen, findet eine gemeinsame Realität statt, eine scheinbar gemeinsame Realität statt, aber die ist immer Produkt der einzelnen Schöpfung. Das heißt, wir erleben eine Realität in Absprache mit anderen Wesen, aber die Absprachen finden auf der astralen Ebene statt. Und was wir hier erleben, ist nur eine Projektion, eine zeitverzögerte Projektion mit einer besonderen Ursache und Wirkung. Wenn wir uns hier ein Haus besorgen wollen, müssen wir jahrelang dafür schuften. Und in der Astralwelt könnten wir einfach mit dem Finger schnalzen und schon ist die da. Das sind die Spielregeln, die wir festgelegt haben und die machen ja auch Sinn, weil wir auf die Art und Weise in unserer Gefühlsarbeit wesentlich tiefer gehen als in der astralen Ebene. Und deswegen haben wir das gewählt. Jetzt gibt es aber auch in der astralen Ebene, also Wesen, die sich ins Kollektiv einklinken, und das sind Dunkelwesen. Das ist auch das Böse. Und das agiert dort mit. Und das agiert in seiner eigenen Schöpferkraft. Und diese ist manchmal deutlich höher als die, die wir einnehmen, die wir umsetzen. Weil unsere Schöpferkraft hängt auch immer von einer Bewusstheit ab, von einer inneren Kraft und Bewusstheit. Die meisten Menschen setzen eine Schöpferkraft um in der Kraft eines Luftballons. Aber die Schöpferkraft, die wir haben könnten, wenn wir zentriert sind, konzentriert, uns unserer göttlichen Essenz bewusst sind, dann können wir eine Schöpferkraft ausüben, vergleichbar mit dem Gewicht von einer Tonne im Volumen von einer Erbse. Also das Volumen von einer Erbse mit einer Tonne gegenüber einem Luftballon mit 2 Gramm. Ich bin jetzt ganz schlecht im Kopfrechnen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Luftballons in 2 Gramm wir brauchen, um eine Tonne zu zeugen. Ja? Aber wir können uns vorstellen, dass das sehr viele sind. Ich hätte es jetzt mir vor dem Video ausrechnen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich das gerade erfunden habe. Okay. Also wir können uns vorstellen, dass das enorm viele Luftballons sind, um einen Vergleich herzustellen zwischen einer konzentrierten, starken Schöpferkraft und dem einer kaum wahrgenommenen Schöpferkraft. Und die Wesenheiten in der Dunkelwelt auf astraler Ebene haben natürlich das Bestreben, uns ständig in Angst zu versetzen, damit wir nicht in diese Schöpferkraft gelangen. Das heißt, wir bleiben dann Luftballons. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir Opfer sind, weil wir irgendwie nichts bewirken können. Wenn wir uns aber auf unsere Schöpferkraft konzentrieren und die aktivieren, haben wir das Gewicht einer erbsengroßen Tonne. Und wenn sich mehrere Wesenheiten zusammentun im Kollektiv auf astraler Ebene und gemeinsam schöpfen, immer auf astraler Ebene, dann schaut die Projektion in der Realität hier auf der Erde ganz anders aus. Weil das Gewicht von mehreren erbsengroßen Tonnen gegenüber vielen Luftballons ist unübertreffbar. Das heißt, auf astraler Ebene und auch auf dieser Realitätsebene ist es nicht so, dass 1 und 1 gleich 1 ist, sondern ich muss das anders rechnen. Ich erwähne das Beispiel deswegen, weil wir unsere Schöpferkraft intensivieren müssen, wir müssen sie konzentrieren und wir müssen auch raus aus der Angst. Und wenn wir unsere Schöpferkraft aktivieren wollen, dann müssen wir schauen, wo ist die denn? Wie können wir das machen? Wie können wir das machen in der Information der Realität hier, um sie sozusagen zu übertragen in die Ebene der Essenz, wo die eigentliche Schöpfung stattfindet? Und wir können das astrologisch, indem wir unser Horoskop anschauen. Weil die Schöpferkraft ist in unserem Horoskop zu aktivieren über das 5. Haus,
Das heißt, wir müssen uns die Energien des fünften Hauses anschauen. Ja, die eigentliche Essenz sitzt ja im zwölften Haus. Das heißt, im zwölften Haus ist die tatsächliche, die wirkliche Schöpfung und deswegen ist ja auch die Kunst im zwölften Haus zu Hause. Aber auf der Ebene der Realität wird sie im fünften Haus geschöpft. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie das ausschauen könnte. Wenn ich mal das erste Horoskop einblende, wir haben hier ein Horoskop, wo das fünfte Haus im Steinbock schneidet. Fünftes Haus Steinbock auf einer höheren Ebene, könnte man sagen, die Schöpferkraft hat zu tun mit einer Selbstverantwortung und die Selbstverantwortung mit dem Saturn in Haus 4 läuft auf die Ebene der Meisterschaft der Gefühle. Ja? Saturn, Meisterschaft, Gefühle, viertes Haus. Meisterschaft der Gefühle bedeutet nicht, dass wir Gefühle nur kontrollieren, sondern Meisterschaft der Gefühle heißt, dass wir mit Gefühlen perfekt umgehen können und sie mit offenem Herzen einsetzen können und dort selektiv kontrollieren können, wo es vielleicht erforderlich ist. Das wäre jetzt die Aufgabe von diesen Menschen, dass er sich auf diese Konstellation konzentriert und dadurch seine Schöpferkraft aktiviert. Schauen wir uns das nächste Horoskop an. Hier haben wir einen Menschen, der im fünften Haus Krebs hat. Also da schneidet das fünfte Haus im Krebs. Und der zugehörige Mond sitzt im siebten Haus, in der Jungfrau. Das bedeutet, dass die Schöpferkraft aktiviert wird durch ein Zulassen von vielen Gefühlen in diesem Leben, um diese Gefühle in die Begegnung zu bringen, Haus 7, und zwar mit einer ganz praktischen Ausrichtung. Ja? Mond in der Jungfrau ist eine ganz praktische Ausrichtung. Also diese praktische Ausrichtung, könnte jetzt eine praktische Hilfestellung sein, das ist ja die Jungfrau. Also dieser Mond gibt viel Gefühl in die Begegnung oder auch in die Partnerschaft. Also das könnte zum Beispiel jemand sein, der von einer guten Partnerschaft sehr stark profitieren könnte, dass diese gute Partnerschaft für seine Schöpferkraft sehr bedeutend ist. Aber es muss nicht nur die Partnerschaft sein, es kann auch einfach nur die gefühlvolle Begegnung sein mit praktischen Nutzen. Nächstes Horoskop. Hier haben wir einen Menschen mit fünften Haus Löwe. Wenn das fünfte Haus im Löwen schneidet, dann wird die Schöpferkraft durch die Sonne aktiviert. Und die Schöpferkraft der Sonne steht jetzt hier im Haus 11 und im Wassermann. Nachdem das fünfte Haus die Schöpferkraft ist, aber auch mit Führen zu tun hat, erst recht, wenn es im Löwen schneidet, dann könnte man sagen, das ist jemand, der im Führen von sozialen Gemeinschaften durch eine starke Vergeistigung seine Schöpferkraft erlebt. Ja, Wassermann könnte man sagen, Sonne, Wassermann, höchste Ebene ist die höhere Oktave von Merkur, also eine Form der Vergeistigung. Ja? Führen von sozialen Gruppen hinsichtlich Vergeistigung wäre eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit hinsichtlich Befreiung, was da auch immer zu befreien ist. Das vierte und letzte Horoskop, was ich noch einblende, das ist jetzt jemand, bei dem das fünfte Haus in die Jungfrau schneidet. Das heißt, diese Schöpferkraft wird durch eine praxisnahe Energie gesteuert, durch eine Verwertung von Potenzialen, die da sind, durch etwas, was praktisch nutzbar ist. Und diese Schöpferkraft fällt in das zwölfte Haus mit Merkur. Ich habe jetzt Merkur gewählt und nicht Chiron, nach der alten Astrologie. Und Merkur steht in den Zwillingen. Das heißt, hier wird die Schöpferkraft aktiviert, indem praktisch nutzbar
oder praktisch darstellbar eine Kommunikation mit der geistigen Welt umgesetzt wird. Indem eine Kommunikation mit der geistigen Welt erfolgt oder eine Analyse der Kommunikation mit der geistigen Welt erfolgt. Also hier, immer wenn das fünfte Haus ins zwölfte Haus fällt, ist der Anspruch natürlich deutlich höher. Da muss ich mich mit den Energien des zwölften Hauses intensiv auseinandersetzen. Und wenn das jemand nicht tut, dann wird er diese Schöpferkraft, die eigene Schöpferkraft, nicht aktivieren. Und ich kenne einige Horoskope, wo der Herrscher von 5 in 12 ist, die damit so ihre Probleme haben. Wir sehen, dass wir auf die Art und Weise unter Zuhilfenahme der Astrologie die Schöpferkraft gut aktivieren können. Selbstverständlich brauchen wir auch dazu immer Saturn. Saturn steht in unserem Horoskop immer für das höhere Bewusstsein. Und wenn wir über Saturn das höhere Bewusstsein leben, also müssten wir natürlich Saturn anschauen, auf welcher Ebene das überhaupt stattfindet. Wenn wir das höhere Bewusstsein über Saturn leben und die Schöpferkraft beachten und die Schöpferkraft aktivieren durch den Fokus, den wir auf diese Konstellation richten, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.